Guten Morgen. Ich möchte heute eine englischsprachige YouTuberin sinngemäß zitieren, deren Kanal ich sehr gerne schaue und möchte mit euch darüber reden, was sie gesagt hat. Ihren Kanal findet ihr auch unten verlinkt. Ich habe ihr Statement natürlich für euch auf Deutsch übersetzt und auch etwas umformuliert, damit das für uns Deutsche etwas mehr Sinn gibt. Also fangen wir an. Ich würde gerne mit euch über Lügner, Manipulatoren, Narzissten, unehrliche und grausame Menschen reden. Ihr müsst aufpassen, sie sind wie Wölfe, die sich einen Schafspelz angelegt haben. Sie kümmern sich nicht um dich, sie kümmern sich ausschließlich um sich. Sie betrügen und belügen dich und ihr Ziel ist es, dich zu manipulieren, bis sie alles von dir haben, was sie wollen. Und dann schmeißen sie dich weg in den Müll. Falsche Liebe. Und das ist nicht genug, denn sie sind so gut in dem, was sie tun, im Manipulieren, dass sie jedem sagen und glaubhaft machen, dass du das Problem bist, dass du Fehler machst und nicht sie selber. Aber es war niemals dein Fehler. Das ist das, wo du dir bewusst werden musst. Es war niemals dein Fehler. Du gibst und du gibst, bis du nichts mehr zu geben hast und trotzdem wollen diese Menschen immer noch mehr von dir haben. Diese Menschen sind nicht liebevoll. Diese Menschen gehören nicht zu deinem Lebensweg und deiner Stufe der geistigen Evolution. Du musst lernen, dich vor diesen Menschen zu schützen. Schau dir genau an, welchen Menschen du dein Vertrauen schenkst. Menschen, die dich verletzen und dich belügen. Die lieben dich nicht auf die Art und Weise, wie du sie liebst. Wenn du das realisierst und erkennst, dass diese Menschen nicht liebevoll sind, dass diese Menschen nicht ihre Liebe leben können, dann lass sie gehen. Exakt in dem Moment, wo du dieses realisierst, dass diese Menschen nicht liebevoll sind, dann ist es die einzige Möglichkeit, gegen diese vergifteten Menschen, die auf dich zugehen, die von dir etwas wollen, die dich manipulieren, die dich belügen, die einzige Möglichkeit, gegen diese Menschen zu bestehen, ist nicht ihr Spiel zu spielen. Du musst dich von ihnen lösen und ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Verabschiede dich von ihnen, liebe dich selbst und lass dich frei von ihnen. So ungefähr hat das die liebe YouTuberin ausgedrückt. Und ja, das sind durchaus aus meiner Sicht wahre Worte. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Also, dass ihr vergiftete Menschen, Menschen, die aus Narzissmus, Egoismus und Bedürfnisbefriedigung euch aussaugen wollen, meiden solltet. Die andere Seite ist, dieses überhaupt erstmal zu erkennen. Zu erkennen, dass man ausgenutzt und ausgesaugt wird. Das ist eine Sache, die ich für mich gerade in den letzten Tagen erkannt habe. Also dass ich da ein Defizit habe, dieses wirklich zu erkennen. Ich gebe so vielen Menschen meine Liebe und schenke diesen Menschen mein Vertrauen. Aber es gibt Menschen, die möchten nur von mir profitieren und sich bereichern. Die gibt es online und die gibt es auch offline. Und das sich einzugestehen, dass man nur Mittel zum Zweck ist, das ist hart. Das ist wirklich hart. Aber das ändert nichts daran, dass es notwendig ist, sich dieser Realität zu stellen. Und das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt eben auch für euch. Ich gebe gerne und ich gebe auch bedingungslos gerne. Und erwarte nichts zurück, denn bedingungslose Liebe, das sagt der Name ja schön, verlangt nichts. Aber, und das ist der Punkt, wo wir alle, die lieben, aufpassen müssen und den ich in meiner Bewusstheit etwas vernachlässigt habe. Unsere Liebe kann von anderen angezapft werden und für Dinge missbraucht werden, die in der persönlichen Befriedigung der entsprechenden Person liegen. Und wenn man alle seine Kanäle immer bedingungslos öffnet, dann wird man auch irgendwann, wenn man sich in die Gegenwart dieser Menschen begibt, sehr schnell ausgesaugt. Und ich bin mir sicher, einigen von euch, denen wird das ganz, ganz genauso gehen. Da ist es wichtig, sich von vergifteten Personen, wenn sie Überhand nehmen, wirklich fernzuhalten.
Wenn es eben nicht mehr funktioniert, transzendent zu sein. Ich hatte mal ein Video dazu gemacht. Das bezog sich auf, wenn man Probleme mit einer Person hat, aber wenn die Masse der Menschen immer größer wird, zum Beispiel aufgrund der Popularität, jetzt bei mir bei YouTube, oder auch der Popularität im privaten Umfeld, ne? Wenn man liebe Menschen, zu denen fühlt man sich hingezogen, und eben auch die vergifteten Menschen, die da ihre Energie absaugen. Und da ist es einfach an der Zeit, wenn es einfach überhand nimmt, wenn man mal bildlich spricht, wenn sozusagen der rechte Skinhead der schwangeren Syrierin in den Bauch tritt, dass man sich auch, dass man da bereit ist, sich einzugestehen und sagen, okay, ich muss mich davon lösen, sonst werde ich ausgesaugt. Und das bedeutet, seine Aufmerksamkeit neu richten. Denn die Gesellschaft beherbergt noch genügend Menschen, die vergiftet sind. Und das bedeutet nicht, dass diese Menschen böse sind. Bitte verwechsel das nicht. Diese Menschen sind nicht böse. Erkennt mich, ich denke, dass jeder Mensch einfach nur das Ergebnis seiner Umwelt ist. Und dass kein Mensch per se böse ist. Wie kann ein Baby, was schreiend um Liebe flehend in meinen Händen liegt, denn böse sein? Nein, die Menschen sind vergiftet von der Umwelt. Sie sind konditioniert und wissen nicht mehr, was sie tun. Wir reden hier von religiösen Fanatikern wie die IS-Kämpfer oder von den Hatern im Internet oder von Geld- und Karriereverblendeten Menschen, von politischen Ideologen und Fanatikern, aber auch von dogmatischen Ernährungsextremisten und eben auch von sogenannten Freunden und Familie im eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis, die einfach nicht aus ihrer starren Geisteshaltung rauskommen. Menschen, die eben nicht fähig sind, bewusst zu reflektieren und eben immer auf andere mit dem Finger zeigen. Wenn dies überhand nimmt, geh diesen Menschen aus dem Weg. Liebt sie, aber kreuzt nicht die Klingen mit ihnen. Achtet und respektiert sie, aber gebt ihnen keinen Raum, sich zu entfalten. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und diese liegt in eurer Hand. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und bin gespannt auf eure Gedanken zu diesem Thema. Alles Liebe, euer Christian.